Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Orakel und diesmal mit dem spanischen Derby Real Madrid gegen Atletico Madrid. Mein Controller ist aus, Moment. Das Spiel wird stattfinden am 1.12., also am 1. Dezember um 22 Uhr. Also halt morgen. Ja. Ob ich da was ändern muss, ist eine andere Frage. Eigentlich nicht. Ja, Özil fällt auch raus. Ja, hab ich kurz sagen, ne. Ich kenne mich ja mit Atletico Madrid gar nicht aus, war. Ich weiß nur, dass Falcao das Spiel. Okay. Arda Turan. Felipe Luis, kann ich auch. Ja, macht halt Falcao die ganzen Tore, das ist nicht das Problem. Ja, ich muss wenigstens noch ein paar K rein. 10 Sekunden. Ja, finde ich auch. Wenigstens auf der Bank. Ja, weil falls Özil mal wirklich, ne, richtig mal fetten Fehler reinkloppt oder so, muss ich ja immer schön auswechseln können. Wir müssen schießen mit PP. Thiago. Oh mein Gott, ist das peinlich. Gott, wo der hingeschossen hat, das ist so peinlich. Ah, das werde ich mir dann erstmal schön angucken. Ja, schneide ich raus. Bin ich eh zu doof immer hier nicht. So, so schwer ist das nicht. Ja, trotzdem hab ich hier gemacht. Lass doch mal den Falcao laufen. Oh, ich denke mal, der Falcao könnte echt nach Dings wechseln. Nach Dings. Nach Lärmgefühl. Soll er an den dran sein? Ja, der wird auf jeden Fall wechseln, aber. Ja, wechseln wird auf jeden Fall, denke ich auch. Boah, hast du den Pass gesehen, der nicht ankommt? Hammer. Wieder nicht an. Ja, doch, aber der hat da nichts rausgemacht. Hast du den Pass gesehen, der ankommt? Ja, weil mein Typ da wieder, was weiß ich, was gemacht hat. Komm her! Ich hab dich gleich! Schießen, ich muss schießen wegen Sweaten. Guck, ja, ja, Gabi, gegen Gabi hast du keine Chance. Scheiße. Schön. Und Real Madrid, ja, hast du den schon, Pass gesehen? Aber ich, Real Madrid liegt, glaube ich, schon mit 8-9 Punkten schon hinter Barcelona. Also ich denke mal nicht, dass die noch eine Aufholjagd schaffen werden. Hat, glaube ich, auch weniger. Und wenn jetzt die Flagge noch gut kommt. Ja, vielleicht konzentriert sich Real ja eher auf Pokal oder. Schön. Oder auf Champions League. Oder auf Champions League, ja. Okay, da haben die jetzt aber auch nicht so hammermäßig, ja, gespielt eigentlich. Dortmund so, ne? Okay, da war Dortmund auch eigentlich mega gut. Da muss ich auch Dortmund loben, da lag, glaube ich, nicht an Real Madrid. Und der Schiedsrichter entscheidet. PP ist echt ein bisschen dunkelhäutig in dem Spiel. Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Ja, also ein bisschen sehr dunkelhäutig. Ja. Jetzt ist aber mal gut. Direkt reingeklifft. Direkt reingeglitscht. Wir wissen das. Die Mauer versucht den Winkel zu verschlechtern und trippelt einfach so ein Stück weiter nach rechts. Ja, ja, ja. Voll nervt. Was sagst du nach rechts? Ja. Jo. Ja, vielleicht ein bisschen sanft. Ja, Quatsch. Oh, Trainer, Schiri. Kann den Ball behaupten. Di Maria. Di Maria. Boah, was ist der Typ so schnell? Komm, Ecke. Ne, Einwurf. Na, ne, Einwurf. Na, ist recht. Jetzt, ey. Jetzt für mich Einwurf. Schöner Kant. Komm. Rot. Uiuiuiui. Und da grätscht den Gegner hinein. Kriegt ihr was nicht so schnell zu nehmen? Ein Ball, zwei Spieler, der kriegt ihn. Nein. Ja, ich wusste nicht, was ich so machen sollte. Dann habe ich überlegt, das war aber dann irgendwie alles nicht so hammer. Ist der gegnerische Angriff unterbunden. Geht da wieder. Und das sieht nach einer guten Torschau aus. Özil. Ach, hat sie den Ball schon gar nicht. Jawohl, abgefahren. Kedira. Schießen ist auch nicht so seine Stärke, oder? Von Kedira. Eher hart einplatzieren, ne? Ja, das sieht man eigentlich auch nicht so. Jetzt bei Deutschland eigentlich auch. Den Fußball von Real verfolge ich nicht. Nein! Aber ich glaube, genau, Atletico Madrid ist sogar noch 3 Punkte vor Real. Oder 4 Punkte sogar. Ja.
Scheiße, ich kann auch Atletico Madrid zutrauen, da zu gewinnen, finde ich. Oh. Ja, ist dann im Moment nicht so jetzt. Also, die können mehr. Das war ein schöner Distanz. Das war nicht schlecht, ja, stimmt. Guck mal. Ja. Wenn sie mal zu ihren Fallopzer machen sollen. Ja, das ist wohl dann aus. Oder so. Ach. Ja, lauf wohl. Ja, die laufen sich da vorne nicht frei. Nein. Ich wusste, dass er den Ball verliert. Das ist doch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Wohl Atletico ist gar nicht so schlecht zum Spielen, oder? Na gut, eigentlich. Habe ich auch schon mal gespielt in der Stundenfolge. Ich glaube, das war sogar die erste Stundenfolge von uns. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ja, gegen Zenit, glaube ich. Ja, wäre ich mal weitergerannt. Boah, was macht der? Ja, der hat irgendwie den Ball nicht mitgenommen oder so. Ja, der hat mal wieder hier First Touch. Ja, was macht mein Abwehrspieler da? Ja, ich habe gar nichts gedrückt, der wechselt Spieler. Bei mir auch, wa? Wenn die sich da unten nicht freilaufen, man kann ja nichts machen. Ja, die Spieler kriegen gute Höhe gemacht. Das ist halt echt, was mich am FIFA aufregt. Ja. Wir haben da auch eine Chemie von 100. Nein. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Nein! Verkauft, den reingemacht. Ja, der kommt aber nie am Sturm am Ball. Ich weiß gar nicht, wo ich, ob ich den Marcelo spielen sollte. Sie machen doch auch Torschusstraining im Training unter der Woche. Der ist ja schnell, der soll er mal. Mir geht es, wie es einem Kommentator nie gehen soll. Scheiße. Ja, der ist schnell um den Maus zu wieder. Ja. Geht doch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Naja, da sagt der andere Spieler vielen Dank für einen solchen Flankenball. Boah, jetzt hab ich dann aber so knapp am Tor vorbei. Schon das dritte Mal eigentlich knapp am Tor. Wir haben mega viele Chancen im Spiel. Ich weiß noch einmal unser, ich glaube, fast das erste Spiel. Real Madrid gegen Barcelona. Erstes Spiel auf dem. Auf dem Kanal, ne? Ja, erstes Spiel. Ja, mit dem Duell war dann, ne? Boah, das war irgendwie, ey. Wir haben einfach zu doof ein Tor zu machen, ne? Scheiße. Und jetzt starten sie einen Konter. War nicht abseits. Ja, er wollte jetzt mal mit Falcao durchrennen, damit der mal drauf ziehen kann, aber. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Und Ronaldo. Ist aber ganz schwierig von gesehen. Und jetzt die Möglichkeit zu. Ja, weil du oben und. Weil man eigentlich mehr so unten rumrennt. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Ey, dass die so einen komischen Flugkopfball machen müssen immer, er nervt. Weil, ja, okay, von daher jetzt hätte man auch nicht viel anderes machen können, aber. Ja, die machen halt ja wirklich immer, ne? Naja, ja, scheiße. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Angriff auf den Gegner. Boah! Nein, nein, nein! Oh, ich finde auch die Abwehr von Real Madrid nicht so gut. Oh, also, die Spieler sind eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie kriegen die trotzdem voll viele Tore rein. Ja, wahrscheinlich wird es jetzt offensiv stehen. Scheiße. Hallo, kannst du mich mal loslassen? Danke. Und tritt nochmal nach. Achiri. Heißt der gar nicht. Komm, ja. Komm, oder steh auf! Das ist nur Ronaldo, ne? Das ist jetzt nichts Weltbewegendes.
dass Ronaldo gekriegt hat, das hat er verwirklich. Ja. Er gibt nicht auf, er holt sich die Kugel zurück. Das ist doch viel zu langsam. Was war das denn? Da frage ich mich auch. Mein Gott! Also normalerweise hat es schon eine Führung verdient gehabt. Die Maria, ich freue mich schon auf die Dribblings und auf die Übersteiger. Er kann einfach alles mit dem Bällchen. Boah, oh, was? Wäre doch locker vorbeigegangen. IK, was machst du? Ein Wunder, ein Wunder! Ja, na, jawohl! Das gibt's nicht! Dann schießt er den Gegner! Oh! Jetzt komm Ronaldo. Zieh mal. Simo, pass auf. Scheiße, ich will nicht aufpassen. Nee. War ich mehr noch Linie. Mal, eine Anzeige davor. Auf die alte Art, die Grätsche. Boah, ja, ich wollte gar nicht mehr passen, nur weil der dann so komisch da stehen geblieben ist. Auswechseln. Nein. Wie er die Situation vorausgeahnt hat. Habe ich keinen Flügelspieler mehr? Ich habe schon fertig gemacht, also wenn du jetzt noch bestätigst, dann ich mach. Los. Ja, gut. Sergio Ramos. Hallo, Mann, Frau. Er versucht den Ball abzugrätschen. Wenige Minuten noch zu absolvieren und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Und da versucht er, den Ball zu bekommen. Jetzt kann das war eine ganz normale Flanke, Ronaldo. Na, Flanke kann er nicht. Er kann einfach nur Tore schießen. Weil er einfach immer da steht. Der bekommt einfach alle Bälle und muss einfach nur noch schießen. Dann komm, Öse, geh einfach raus. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Ah, Abseits. Und der Assistent zeigt an, Abseits. Cristiano Ronaldo. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Oh, eine wunderschöne Kombination. Nein. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Oh, Falcao, sei doch ein Stück schneller. Ja, das stimmt, der ist echt nicht der Schnellste. Ja, ich verstehe das. Als Fußballspieler muss er eigentlich schnell sein. Kann kein Pass über 2 Meter spielen. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Nach 90 Minuten. So unverdient das Ergebnis. Ja, das stimmt. Aber immer machen wir 0-0 im Orakel, kann er sagen. Ja, so, das finde ich auch dumm an dem Spiel. Der hält echt alles manchmal, der Torwart, aber alles. Sollen wir Verlängerung öffnen oder schießen machen oder? Nee, ne? Nee, geht ja also irgendwann nicht. 0-0 glaube ich weniger, weil das sind offensive Mannschaften. Das gibt wahrscheinlich ein Torspektakel oder so. Am Morgen um 22 Uhr, wenn ihr kein Sky habt, kann man auf Laola einen Livestream gucken, der eigentlich ganz normal ganz gut läuft. Wir verabschieden uns und wir haben noch was zu sagen, weil morgen kommt ja die 1-Stunden-Folge mit dem Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Das wird sehr spannend. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Ja, dann damit verabschieden wir uns. Bis morgen. Bis morgen.